Wir sind dabei, unseren Hof auszubauen mit neuen Gebäuden und so weiter und werden das auch noch schön dekorieren. Das alles in dieser Folge. Schön, dass du dabei bist, hier zu einer weiteren Folge von LS22 Italien. Mein Name heißt Garderol, ist wie immer unten links eingeblendet und ja, wir gucken mal, dass wir jetzt mal eben hier noch fehlende Sachen in unserer neuen Halle unterbringen und da müssen wir mal ein bisschen pinseln und da Hof drumherum malen, der halbwegs schön aussieht. Eieiei, das wird bestimmt wieder ganz toll, wenn ich damit fertig bin. Sieht auf jeden Fall jetzt auch schon mal nach Großbetrieb aus. Aber die Halle ist fast schon zu groß. Wir könnten ja nochmal probieren, nochmal eine der kleineren Hallen nochmal davor oder dahinter zu setzen. Aber jetzt nutzen wir erstmal die große Halle. Kann man ja später die Maschinen nochmal durchwechseln. Da müssen wir dann noch Cosplay-Kurse dahin machen, dass man da durchfahren kann. Und ihr erinnert euch an den Thumbnail der ersten Folge, da muss ich immer dran denken, wenn wir hier rausfahren. So. Unser schöner neuer Anhänger für die großen Verkäufe, die gerade nicht stattfinden. Ich habe eigentlich, habe ich ja hier diesen First Person, nicht First Person, sondern diesen Kamera im Trecker Abstand Anpassungsmod installiert. Aber hier sieht er irgendwie falsch aus. Hier sitzt sie irgendwie wie so ein Affe am Schleifstein, ne? So irgendwie 5 Kilometer weg. Das sieht alles nicht ganz richtig aus, wenn du mich fragst. Ich weiß, du fragst mich nicht, das ist wie immer eine gute Idee. Aber würdest du das tun, würde ich dir das als Antwort geben oder als Aussage. Gut. Ja, da ist die Scheune, ist dann noch Platz für den Mähdrescher und von der Spielweise her habe ich mich dabei erwischt, dass wir uns ja gerade versucht haben, wieder irgendwelche Regeln aufzulegen, aber das wollten wir ja nicht, ne? Somit, na, aber nicht ganz zu große Maschinen. Wenn es denn bei den großen Feldern große Maschinen wird, dann ist das so, ne? Wir müssen einfach mal spielen. Nicht immer hier, weißt du? So. Fahren wir mal hier rein. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir es hinbekommen, dass wir hier einen schönen Hof davor bauen. Das ist ja, glaube ich, hier der hier, jeniger welcher. Das Problem ist nur, dass die Fläche verdreht ist. Siehst du das? Uff. Normalerweise hätte ich gesagt, ne, wir nehmen einfach den Pinsel, dann machen wir einfach buff, buff, buff hier hin, aber es geht ja gar nicht. Können wir den Pinsel drehen? Nee, ne? Nee. Der ist am Gitternetz des Gesamtspieles ausgerichtet. Ist aber der richtige. Ja, dann also auf jeden Fall brauchen wir hier einen Bereich vor der Halle, wo man mit den Maschinen rangiert. Ist eh klar. So vielleicht. Das auf beiden Seiten. Kann vielleicht mit einem größeren Pinsel mit einem schönen Radius hin. Warte mal, pass mal auf. Nee. So viel zu der Theorie. Idee war gut, Umsetzung nicht. So. So, da wurde hier also so ein bisschen betoniert, dass man hier auch rumfahren kann. Und dann bräuchten wir theoretisch hier so eine Ein- und Ausfahrt, ne? Dass wir das auch so ein bisschen schön dekorieren mit ja, jetzt ist hier natürlich so eine komische Textur. Über hier erstmal trockenes Gras hinzimmern. Mit einem etwas größeren Pinsel.
So. So quasi hier die Ausfahrt. Die franzt dann hier noch so ein bisschen aus, weil man hier sowieso rechts und links reingefahren ist. Das gleiche hier vielleicht auch. So. Fast ein bisschen groß, ne? Tja, und dann hat man ja gesagt, dass wir das hier dran längst machen, aber wenn man, ich habe so ein bisschen Sorge, wenn wir da jetzt dran rummalen, dass das am Ende nicht gut endet. Am Ende nicht gut endet, ist auch gut. Also generell das Konzept, ne, wo wir jetzt hier lang gehen, also wenn wir hier eine Teerstraße machen, das ist ja gut, ne? Also da haben wir hier wirklich. Sollen wir so tun, als wäre das hier eine Auffahrt und dann würde hier wieder geteert? Wie breit machen wir das denn dann? So breit wie diese Straße hier? Nee, etwas schmaler, ne? Ja, so wie es jetzt gerade ist. Aber dann müssen wir es trotzdem rund machen, weil wir müssen hier um Ecken rum. Und dann hier so, wie gesagt, hier lang. Ich habe richtig Sorge, ey. Das wird am Ende aussehen wie schief wie wieder Bullopist, ne? Sie kennen mich. Hier so lang. Aber wollen wir das wirklich geteert? Oder wollen wir Dreck? Mal eben kurz gucken, wie der Dreck aussieht. Schotter. Ja. So, normalerweise die Bäuer können, die würden dann hier so einen Schotterweg hinmachen, ne? Und dann vom Schotterweg geht es dann zum Asphalt. Die Frage ist, ob wir den Schotterweg jetzt so machen, dass wir hier diese Fahrstreifen als Schotter machen. Und dann müssen wir irgendwie einen passenden Abstand finden. Ja, das, und das ist dann zu groß. Wenn wir jetzt hier nur am Feldrand lang gehen. So, und dann nehmen wir den trockenen Graspinsel auf der Größe und malen dann die Mitte. Und dann nehmen wir wieder den Schotterpinsel, machen den wieder zwei kleiner, eins kleiner und malen dann das hier. So, das jetzt erstmal als Serviervorschlag. Jetzt gucken wir mal. Von der Größe her ist das wahrscheinlich vollkommen falsch. Können wir mal so ein bisschen einen Trecker als Referenz nehmen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Wenn wir solche Sachen ausprobieren, wie ihr das findet. Ja, es ist viel zu breit. Es ist viel zu breit. Okay. Wir lassen den mal hier. Warte mal. Aus, ne? Wegen der Umwelt. Malen. Das ist ja wirklich viel zu riesig. Wo habe ich mich denn da verschätzt? Gut, jetzt müssen wir erstmal irgendwie wieder das Gras da hinkriegen. Wiese? Ist das die Wiese? Nein. Oh nee, oh nee, oh nee. Was? Keine. Wir werden jetzt immer sehen, dass wir hier an der Ecke rumprobiert haben. Aber gut. Wir können ja auch hier probieren. Pass auf. Wir probieren das erstmal hier. Gut. Malen. Dreck oder Schotter? Kannst du mal mit Dreck versuchen. Dreck. Das ist zu viel. Wobei das hier auch so breit ist, ne? Vielleicht war auch nur der Mittelstreifen zu viel. Dreck. So, dann kommt jetzt der Mittelstreifen. Dann machen wir mal so. Ne. Trockenes Gras.
Eventuell kommt da noch das andere Gras drauf, ne? Ist zu breit. Also das ist wahrscheinlich zu breit. Hm. So. Dann machen wir mal eine Größe kleiner. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Oder aber wir machen... Dreck. Von der Breite her könnte das ganz gut hinkommen. Pass auf. Folgende Idee. Ich habe das lange nicht mehr gemacht, beziehungsweise so richtig haben wir das designtechnisch ja noch gar nicht gemacht. So. 1, 2, 3. Von der Breite her... Das scheint mir zu groß, weil das ist breiter als die... Das ist wahrscheinlich sogar schon breiter als die Hauptstraße hier. Und die ist zweispurig, ne? Also auf jeden Fall eins kleiner. Und das ist etwas schmaler als so ein Hauptweg. Und wir wollen ja so einen Nebenweg machen. Pass auf. Und dann machen wir jetzt hier... Das wird der Weg. Und dann machen wir in die Mitte... Ja, das ist leider, Franz, das sehr aus, ne? Da muss wahrscheinlich doch noch irgendwie Gras in die Mitte. Gucken wir mal. Ja, da müssen wir vielleicht noch mit einem anderen Pinsel arbeiten. Oder wir müssen dann... das nochmal nachziehen. Gut. Und von der Drecktextur, das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ah, es ist zu breit. In der Mitte, das muss schmaler. Gut. Dann, jetzt trauen wir uns was. Los geht's. Wir machen einfach mal. Einfach mal machen. Malen. Dreck. 1, 2, 3. Dieser Pinsel. So, dann Profi-Trip. Je näher ihr ranzoomt, desto langsamer geht das Ding voran. Dann zoomen wir so ein bisschen, dass wir sehen, wo wir hinwollen. Und dann malen wir uns unseren Weg. So. Die Frage ist, wie wir dann hier um die Kurve gehen. Mit so ein bisschen Radius, würde ich sagen, ne? So, was ja sein kann, dass wir da noch einen Weg dran bauen. Und dann bewegen wir uns hier entlang dieses Ufers. Dann hier auf die Zufahrt zu, die wir dann auch nochmal umbauen müssen. So, ob das jetzt wirklich schön wird, das weiß ich nicht. Aber wir versuchen es zumindest. Und da kann hier vielleicht auch noch ein Weg rausgehen. Kurve müssen wir ein bisschen mehr schneiden, nehme ich an. Garderol malt. Dass ihr das noch erleben dürft, ne? Das machen wir mal ein bisschen kleiner. Ich kriege sonst immer so Kommentare, ja, so viele Sachen werden immer zwischen den Folgen gemacht und dann so interessante Sachen wie, wenn du sowas baust, hast du noch nicht gezeigt. Deswegen dachte ich mir, da ich eure Kommentare lese... Wir gucken uns das einfach mal gemeinsam an. Wie fürchterlich das ist, wenn ich das mache. So, da haben wir jetzt unseren Zu- und Abfahrtsweg. Jetzt die Frage, wollen wir da in die Mitte noch Gras reinmachen oder wollen wir den so lassen? Erstmal. Man kann ihn auch so lassen, ne? Aber
dann sieht es irgendwie ein bisschen verloren aus, finde ich. So von der Breite her, für breite Maschinen oder so, die sollen ja ruhig den Eindruck erwecken, dass die viel zu breit sind. Der hat auch Gefühl dafür, wie breit die Maschinen sind, aber so. Das würde ich so schon gelten lassen. Gut, hier hinten wird es ein bisschen schmaler. Da müssen wir dann mal schauen. Hier mit dem Anschluss auch. Und hier mit diesen hakeligen Ecken. Aber ich glaube, auf Basis des, was wir hier angefangen haben, können wir die nächste Staffel dann beginnen. Irgendwann. Wäre aber trotzdem nicht schlecht, wenn wir hier... Dreck war das, ne? So. Steht ein dicker Mann im Weg. Und dann müssen wir gucken, was hatten wir da für Pflanzen? Waren das so kleine Büsche hier? Tiny little bush. Nein, das war es sicher nicht. Das war es auch nicht. Das ist auch zu viel. Wer war denn das dann? Haben wir da noch normale Grastextur beim Malen? Trockenes Gras, Gras. Nee. Mal, wie das rüberzieht. Seht ihr das? Ich pinsel hier und das geht da so rüber. Eieieiei. Falsch. Das liegt, glaube ich, in dem Pinsel, ne? Aber was ist denn das dann hier? Hier hat er die. Hier hat er aber auch die Dings gemacht, das normale Gras, ne? Pflanzen. Wenn wir jetzt auf den runden Pinsel gehen, geht das vielleicht besser? Das ist halt zu viel. Könnt ihr in die Kommentare schreiben? Ich würde gerne wissen, was das hier ist. Es sieht halt aus wie normales gesätes Gras, aber das wird doch auch größer. Aber hier ist es nicht größer geworden. Und ich dachte, ich hätte das da reingemalt. Ja, diese Folge ist auf jeden Fall die Antwort auf alles, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Da freue ich mich über Feedback. Soll unser gemeinsames Projekt sein. Und ja, auf Gardero Plus könnt ihr mich unterstützen. Würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Staffel. Viel Spaß mit der Berichterstattung von der Gamescom. Wir freuen uns drauf und sind vor Ort. Macht's gut. Tschüss.